Zuschauerinnen und Zuschauer. Nie ist die Auswahl an Obst und Gemüse in unseren Läden reicher als im goldigen Herbst. Auch das Angebot von Coop Natura Plan wird immer breiter und ist mit leuchtenden Orange, satten Gel und knackigen Grün eine wahre Augenweide. Biologischer Anbau ist aufwendig und bedeutet viel mehr Arbeit, wie der Besuch auf dem Betrieb von Christian Vogt in Remmingen gezeigt hat. Unkraut hacken statt Herbizide einsetzen. Wildkrautstreifen für die Nützlinge stehen. Verwirrungsdraht und Fallen gegen die Schädlinge aufstellen und überzählige Früchte von Hand wegschneiden, damit man später die Qualität ernten kann, die von den Konsumentinnen und den Konsumenten von Coop Natura Plan verlangt wird. Immer wieder Qualität verlangt hat auch unser Gast, von sich selber nämlich, wo er noch grosse Rennen gefahren ist. Herzlich willkommen im Studio, Pascal Richard! Hallo Pascal. Bonsoir. Nach der Goldmedaille in Atlanta im 96 hast du dich ja im letzten Dezember vom Radsport verabschiedet. Was machst du jetzt? Stimmt, ich habe mich bis im Januar meiner Biografie gewidmet, dann habe ich einen Managerkurs besucht, für im Dezember in Montreux eine Prêt-à-porter-Boutique aufzumachen. Und der Sport? Ich habe die grosse Ehre, Mitglied zu sein von der Stiftung von Phil Collins Little Dreams, wo ich den Bereich Radsport leite. Und kochst du auch gern? Ich liebe es kochen, ich habe leider viel zu wenig Zeit. Das trifft sich gut, jetzt darfst du mit dem Armin Amrain etwas kochen. Nach der Reportage, die wir gesehen haben, natürlich etwas mit Äpfeln von Coop Natura Plan. Wir machen Ofenöpfel mit einer Ricotta-Nussfüllung. Grüezi miteinander. Salut Pascal. Was soll Armin? Kochfeste Äpfel wie Grafensteiner oder Boskop quer halbieren und noch leicht aushöhlen. Sofort mit Zitronensaft beträufeln und mit Rohrzucker bestreuen und in die gebutterte Gratinform stellen. Für die Füllung Baumnüsse nicht zu fein hacken. Mit Zitronenschalen, Zitronensaft, Honig, Zucker, Zimt, Rosinen und einem Becher Ricotta gut vermischen. Die Füllung in die Äpfel geben und mit Nusskern garnieren. Halbraum zwischen den Äpfeln verteilen und im vorgeheizten Ofen während 35 bis 40 Minuten garen. Falls die Äpfel so zu dunkel werden, mit Alufolien abdecken. Richtig! Und auch noch von mir ein Tipp. Am besten schmecken die Ofenöpfel, wenn man sie noch warm serviert. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Viel Vergnügen, wir müssen probieren. Danke Armin und Pascal für das feine Dessert. Merci. Merci. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Die Zuschauer im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und ich bitte dich, Pascal, eine davon zu ziehen. Das richtige Lösungswort, das ich natürlich nicht darf verraten, herausgefunden und in einen Gutschein für 10'000 Superpunkte gewonnen hat, die Frau Astrid Hittmann. Herzliche Gratulation. Gratuliere ganz herzlich. Dankeschön. Mit dem Gutschein können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Danke. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen ganz herzlich bedanken. Ganz besonders bei dir, Pascal. Mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Merci beaucoup. Auch Sie daheim können noch mitmachen an dieser neuen Runde vom Supercard-Spiel. Einfach Karten im Laden oder einen Coupon aus der Coop-Zeitung ausfüllen und uns bis am 2. November zurückschicken. Früchte und Obst aus biologischem Anbau offerieren wir Ihnen auch in presster Form als erfrischende Saft. Neben dem Blutorangensaft, den Sie vielleicht schon kennen, gibt es bei uns seit einiger Zeit auch Frischpressensaft aus Blondorangen und Grapefruit. Die Säfte aus sonnigen Plantagen von Kuba werden nach der Richtlinie von Bioswiss hergestellt und haben darum ebenso Knospengarantie wie der Äpfel- und Birnensaft aus der Schweiz und der Traubensaft aus Italien. Die Säfte von Coop Natura Plan sind so frisch, dass man sie nur gekühlt anbietet. Jetzt übrigens zum Aktionspreis. Fruchtsaft und Herbstzone erinnern daran, dass bald wieder andere Temperaturen herrschen. Auch das Auto sollte man jetzt wieder winterfest machen, angefangen beim Auswechseln der Sommerpneu. Für die Autopflege finden Sie unseren Bau- und Hobbymarkt neben bekannten Marken Armorall und Turtle Wax natürlich auch die bewährte Coop-Exklusivmarke Coop Car Care. Frostschutzmittel nachfüllen ist jetzt ebenso wichtig wie das Kontrollieren der Batterie. Für eine gute Sicht bei Regen, Schnee oder Dreck sorgen Spoilerwischblätter oder Antihaftmittel aus dem Bau- und Hobbymarkt. Wenn es kalt ist, bleiben Türen und Fenstergummi mit einem Silikonstift geschmeidig. Gar kein Eis bilden kann sich mit einem Scheibenschutz oder Anti-Eisspray.
Und immer dabei haben, wenn man unterwegs ist im Winter, sollte man ein paar von den leicht montierbaren Schneeketten aus unseren Bau- und Hobbymärkten. Und dann noch der Woche aus dem Coop-Restaurant. Cannelloni alla Casalinga für 9,80 Franken. In einer Woche verraten wir Ihnen dann unter anderem, was es mit rotem Spinat, gestreifte Rande und blauen Herdöpfeln auf sich hat. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.